Milliarden Menschen könnten Opfer von dieser Betrugsmasche werden. Und vielleicht auch du und deine Familie. Warne sie jetzt. Denn erneut wird KI missbraucht, um dich oder deine Leute hereinzulegen. Denn Betrüger geben sich momentan als Google-Mitarbeiter aus, um an deine Daten zu kommen. Genauer, deine Google-Daten. Und das geht so. Du erhältst zunächst eine Mail, wo du aufgefordert wirst, einen Login zu bestätigen. Und wenn du das dann ignorierst, bekommst du einen Anruf. Und frag mich nicht, woher die manchmal die Nummer haben. Und am Telefon hörst du dann eine Stimme, die dann auch ziemlich professionell rüberkommt. Dort wird dir dann vorgegaukelt, dass jemand Zugriff auf deinen Gmail-Account habe. Und zwar mit Hilfe von KI, die dann auch praktischerweise Antworten auf deine Fragen hat. Tatsächlich ist das aber totaler Quatsch. Gibst du aber dann deinen Code ab oder sogar deine Daten, dann können sie mit deinem Account ziemlich viel Blödsinn machen. Wenn du oder deine Angehörigen also einen Gmail-Account habt, solltet ihr Folgendes beachten. Überlegt genau, ob ihr irgendwo versucht habt, euch einzuloggen. Informiert eure Leute darüber. Aktiviert am besten eure Zwei-Faktor-Authentifizierung und gebt vor allen Dingen nicht irgendwelchen Leuten am Telefon irgendwelche Daten.